Ja, hallo, willkommen, mein Name ist DanieroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of GraceSF. In der letzten Folge haben wir Quests erledigt und jetzt sind wir immer noch auf der ewig währenden Suche nach Quests. Und ja, ich habe mich zur Kriegerrasse begeben, weil, hier kann ich von überall aus hingehen und so weiter und so fort. Dann habe ich hier noch einen Stern bemerkt, das war eigentlich nicht so geplant, habe ich eigentlich gerade erst in Aufnahme bemerkt. Weil ich habe die Aufnahme schon angefangen und dann sehe ich auf einmal, da ist ein Stern, jawohl. Aber erstmal tun wir ja Anfragen erledigen. Bekommt eine schlichte Brille. Mal ja. Einfache schlichte. Was? Achso, okay. Warte. Ja. Also eigentlich besser. So, und du hast jetzt X-Bestie gelernt. Oh ja, bevor ihr irgendwie denkt, ja, in der Story, ich möchte sehen, wie die Story weitergeht, tut mir leid, davon gibt es wieder nichts. Weil ich irgendwie zu lange brauche, den ganzen Quest zu erledigen. Aber ich denke mir einfach, wenn wir hier den ganzen Quest erledigen, dann bekommen wir auch mehr FP und dann bin ich auch stärker und dann wird das nicht so ein Pain in the Ass. Wenn ich hier gegen die ganzen Dinger kämpfe, gegen die ganzen Bosse und ich nehme jetzt das hier. Das klingt doch nach einem Plan, oder? Ich tue jetzt ein bisschen unkoordiniert hier alles verteilen. Nein, immer das einfach. Und das hier. Und das hier. So, dann gucken wir mal, was dieser Stern macht. Ich habe so eine böse Vorahnung. Oh nein! Die verfolgen mich echt! Was soll das eigentlich? Hey, seht mal, Cass, Annie und Feuer Joe. Das gefällt mir nicht. Ja, ich weiß, was du meinst, Sophie. Hast du schon herausgefunden, was für welche Zutaten diese Region berühmt ist, Annie? Das habe ich, Joy. Es gibt ja einen Fischer namens Aal. Was? Dann kann ich also anfangen? Ich bitte darum, lieber Bruder. Mach schon. Okay. Wie ist die Temperatur, Annie? Oh, genau richtig. Heimische Zutaten schmecken einfach am besten. Da hast du recht, Cass. Nur aus frischen heimischen Zutaten lässt sich eine wirklich besondere Mahlzeit zubereiten. Annie, irgendwas riecht komisch. Ist das... Wenn man diesen frischen Zutaten nicht ausgiebig kocht, bereut man es später. Im Königspalast hätte ich fast ein paar Gäste mit einer Lebensmittelvergiftung ins Jenseits befördert. Das darf nicht nochmal passieren. Es riecht wie brennende, nasse Hundehaare. Wir müssen sie aufhalten, bevor wir... Das ist ekelhaft. Joy, du musst aufhören. Sofort. Oh, hallo Leute. Schön, euch wiederzusehen. Wir können sicher bald essen. Mit den dreien hat man nur Ärger, als sie wert sind. Ich glaube, Annie hat uns wieder was zu essen zugesteckt. Ich frage mich, was sie eigentlich vorhaben. Seien wir froh, dass wir nochmal mit dem Leben davon gekommen sind. Ha. Süß-saurer Aal. Ich will die Typen nicht mehr. Was machen die überhaupt? Was ist überhaupt deren Aufgabe? Was ist deren Funktion in diesem Spiel? Ich verstehe es nicht. So. Wir können nach Velanik oder nach Sevet gehen wieder. Zur Marschenenklave. Aber wir können nach Grailside. Oh Gott, jetzt sehe ich das erst. Ja, ich glaube, Velanik und so, das wird jetzt ein bisschen... jo. Wird ein bisschen ergiebiger sein. Also mehr lohnen würde sich das. Was eigentlich genau das gleiche bedeutet. War noch nicht mal geplant mit den drei Typen. Warum tauchen die überall auf, wo ich bin? Das ist doch nicht normal. So. Ferngebirgspass. Was? Also ja, das ist ja da, okay. So, jetzt lass mich einfach. Die Quest abgeben. Ja, boah, das gibt's doch nicht. Die haben wir nicht gesehen, wir gehen einfach. Ich schwöre auf das Leben meiner ganzen Verwandtschaft, dass ich nicht wusste, dass die hier auftauchen würden. Warum tun sie es? Warum machen die das?
Das ist doch nicht wahr. Ich will die Typen nicht. Vor allem zweimal in einem Part schon wieder das. Ja. Ja, ich will den nicht. Hallöchen, was macht ihr denn hier? Wie oft treffen wir die eigentlich nochmal? Ich weiß das gar nicht mehr. Genau so, Joey. Tanz weiter. Das machst du toll, Joey. Zur Belohnung würde ich etwas besonders Leckeres kochen. Ich scheint auch den kleinen Bruder gern zu Unterhaltungszwecken zu missbrauchen. Ich glaube, ihr Hut wird immer größer, kann das sein? Hey, Hubert, komm schon. Hey, pass auf, was du sagst. Du sollst wissen, dass Joey selbst entscheiden kann. Und jetzt tanzt, Joey. Tanz um dein Leben. Jawohl. Hör, schneller, weiter. Jawohl. Es ist himmlisch. Jetzt macht er einen kacke Wunsch nur Jutsu. Ich sehe Flügel auf Joeys Rücken. Du hast eine neue Idee, wie wunderschön. Komm, wir dürfen keine Zeit verlieren. Cass! Los geht's, Joey. Bist du bereit? Jawohl! Ich glaube, irgendwas stimmt nicht mit mir. Ich sehe alles doppelt oder dreifach. Ich sehe auch viele Feuer-Joes. Wirklich? Oh Gott sei Dank, ich dachte schon, es läge an mir. Das ist ja beruhigend. Legen wir los. Sofort! Okay, Joyce, Feuermarsch! Na klar. Mehr, habe ich gesagt. Bist du Feuer-Joe oder etwa nicht? Verstanden. Ihr Typen habt ihr doch nicht bei alle. Geht weg, bitte. Warum reist Cass als Schmied um die Welt? Weil er den brennenden Wunsch hat, der beste Kunsthandwerker der Welt zu werden. Da hat er sich viel vorgenommen. Ihr sagt es. Weiter so. Joy. Cass. Oh Mann, die sind da total aufs Päuschen. Letzte Runde, los geht's. Endlich das Messer meiner Träume. Jeder, wer von euch kann mit dem Messer umgehen? Muss ich? Eine Messerspringen, also? Dann schenke ich dir das. Danke. Du hast es geschafft, Cass. Das bringt uns unseren Traum ein Stück näher. Der Eröffnung von Dunkelflügel steht fast nichts mehr im Weg. Mach dich bereit, Welt. Ein Kampfmesser. Hey, du willst mich doch. Der Typ da. Ja, warte mal. Der Typ fasst genau zusammen, wie ich mich gerade fühle. Okay, haben wir die letzte Mal gesehen? Ich glaube nicht. Ich gehe jetzt nach Velanik. Velanik? Zerwert. Nee, da auch irgendwo sind, ne? Wenn die da auch irgendwo sind, ne? Dann weiß ich nicht, was ich da mache. Ich will es einfach nur nicht. Bitte sag mir, die sind da nicht. Ich will sie nicht. Irgendwo anders, wo ich jetzt hingehe, bitte nicht. So, wir gehen jetzt nach Zerwert. Wehe, die sind da. Ich will die nicht. Ich will die einfach nicht. Ich kann es nur so betonen. Okay. Na, dann gehen wir mal nach Zerwert mit guten Vorsätzen. Und hoffen, dass einige Gestalten da nicht auftauchen. Danach müssen wir noch zur Marschen Enklave, fällt mir auf. Die sind bestimmt da. Die sind wahrscheinlich jetzt nicht in Zerwert, die sind in der Marschen Enklave. Ich weiß es doch. Ich weiß es eigentlich nicht. Aber ich denke es mir mal. Das ist so mein Karma. Das muss einfach so sein. Jetzt bin ich gleich so erleichtert. Was natürlich richtig schlimm wäre, wenn sie jetzt wirklich da drin sind. Ach, hoffen wir auf das Beste, wenn ihr jetzt da drin seid, ne? Wesentliche Wissenslücke. If you don't mind me asking, how long ago was it that you and Kurt started the revolution? Komm mal auf dieses Thema. It was 20 years ago, and it wasn't just us. There was one more person involved in our plight as well. Really? Wait. Was it a girl? Yes. Okay, tell us everything about her.
Sharia? It's hard to say. It was a really long time ago. He has amnesia too? Liar! I don't believe you for a second. I've never seen her show such interest in another man's past. You good with this, Asbel? Another man? Okay. Fehlendes Puzzleteil. If we assume the Lestalia and the Valkanis were artificially created, the question becomes, who created them? I would assume that the Amarcians created them. The control units and ruins we've discovered are totally the work of Amarcians, but I don't think we're responsible for the Valkanis themselves. But then, who besides the Amarcians would even be capable of such an achievement? We just checked the Archive of Wisdom. There were records about Valkanis control units, but nothing about building a Valkanis Creus. Seems we are still lacking a crucial piece of information. Indeed. And I suspect this missing information may prove critical to stopping King Richard. Okay. Was auch immer das damit zu tun hätte. Also wer die Dinger erschaffen hat und wie uns das im Kampf gegen Richard helfen könnte. So, Rockerongfell. Noch mehr Dialoge. Also scheint doch ein bisschen was zu passieren in diesem Part. Hey, hallo, wie ich gehört habe, habt ihr die Ware. So, ihr sagt Geld für den Stoff und so. Ich meine, boah, Moment mal, seid ihr euch sicher, dass das richtig ist? Es sieht irgendwie merkwürdig aus. Hä? So zeigt ihr also eure Dankbarkeit? Ihr solltet wissen, dass wir für dieses Feld unser Leben aufs Spiel gesetzt haben. Das war wohl eine ganz schön harte Nuss. Hm? Hart trifft es nicht mal annähernd. Ja, ich schätze, er ist größer geworden, als für ihn gut ist. Größer als für ihn gut ist? Ja, so ähnlich wie ihr. Von mir ist hier nicht die Rede. Der Rockerong ist etwas Besonderes. Er ist schon super stark auf die Welt gekommen. Die letzten 200 Jahre lang stand er an der Spitze der Nahrungskette. Macht euch Sorgen, dass er dem hiesigen Ökosystem schaden könnte? Die Bewohner von Strada beschreiben ihn als friedlich und gutmütig und sie haben damit nicht Unrecht. Aber ich fürchte, dass sein Gehirn über die Jahre Schaden genommen hat. Das Biest wird nur immer aggressiver, wenn ihm nicht jemand eine ordentliche Tracht Prügel verabreicht. Ein Bürger Fennels wäre über diese Entwicklung hoch erfreut, vor allem wenn sie Ärger für Strata bedeutet. Ja, ich bin mir sicher, dass manche Leute so denken würden. Aber ich bin nicht manch Leute, ich bin ich. Ihr redet immer noch wirres Zeug und trotzdem, allmählich fange ich an, euch zu glauben. Vielleicht wollt ihr euch uns anschließen, wenn wir den Rockerung das nächste Mal gegenüberstehen. Wir könnten euer Wissen gebrauchen. Nein, da muss ich passen. Meine Augen sind wirklich schlecht und ich brauche eine neue Brille. Aber viel Glück. Außerdem habe ich keine Lust, zwischen zwei kämpfenden Monster zu geraten. Wen nennt ihr da ein Monster? Ich meine ja nur, ihr seid ziemlich groß. Okay. Alle kennen den Titel Imposant Figur. Okay. Und schon wieder ganz viele Titel hier gemeistert. Es geht einfach so schnell. Nun einfach irgendwas hier ausrüsten. Ja. Und du nimmst hier dann einfach. Revitalisierung? Nee, brauche ich jetzt nicht. Ich bin Revitalisierungsmeister, ehrlich. Eisregen, das haben wir noch nicht. Du nimmst imposante Figur einfach. Ja, schon wieder. Harte Abwehr, was? So, ich weiß nicht, ob ich den Charakter durchgenommen habe, aber egal. Ich habe sie alle durchgenommen, meine ich. So, dann gehen wir mal zur Amarschen Enklave und geben die letzten Dinge ab. Die letzten Quests. Für Fendel. Danach kommt noch Strada. Es wird so schön. Zabelsberg. Oder? Ja. Ich glaube schon. Unsere Marschenklave mit der schottisch-keltischen Musik. Die ich seit ich die Anime-Serie Fairy Tail entdeckt habe, richtig gut finde. So, dann gehen wir noch ganz schnell die Quests ab. Dann weiß ich nicht, ob wir jetzt bei Strata noch weitermachen direkt. Oder direkt mit der Story im nächsten Part. Die sind hier nicht, ne? Die sind hier nicht. Okay.
Typen sind hier nirgendwo, danke. Ich danke dir. Oh, Schlagerknochen, Kamille. Und Ohrring, Lunarfußkette. Eisring haben wir gehört. Lunarfußkette. Werktempo plus 20% und das hier ist Maschinenwiderstand. Her damit. Da werde ich wahrscheinlich auch Skinetil wieder ausrüsten. So, dann gucken wir mal. Ja, und natürlich haben sich hier wieder die ganzen Quests, jetzt haben sich die ganzen Waffen hier angesiedelt, die ich herstellen muss. Die werde ich wahrscheinlich offscreen alle herstellen. Und dann Traumfeiern auch. Und dann alle irgendwann abgeben. Jetzt sind hier im Wellernick schon wieder neue Sachen aufgetaucht und ja. Weiß ich nicht. Ich mache jetzt erstmal einen Schnitt und dann sehen wir mal, wie halt in der nächsten Folge weitergeht. Da werde ich schon was parat haben. Ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.